Das Produkt wird typischerweise eigentlich aufgetragen mit einem kleinen Punkt. Und das Volumen muss ja gerade genug sein, um das Gewindespiel zu füllen. Es gibt auch Produkte, die besonders dünnflüssig sind. Wenn jetzt die Schraube schon gefügt wird, dann könnte man auch so arbeiten, dass man mit einem sehr dünnen Produkt, zum Beispiel habe ich hier das Loctite 290, dass dann kapillar von oben in den Spalt reingesaugt wird und dann das ganze Gewindespiel auffüllt und dann die anaerobe Härtung beginnen kann. Eine kleine Besonderheit muss ich noch erwähnen, das ist, wenn wir ein Sackloch haben. Wir haben jetzt hier beim Sackloch, ist es bei einer normalen Schraubverbindung ist es so, dass die eingeschraubte Schraube schiebt vor sich einen Luftpuffer her. Ja? Und diese Luft muss entweichen können. Wenn ich jetzt da das genauso auf die Schraube auftragen würde, zeig ich mal, wie das passiert. Auch schon. Hier haben wir jetzt einfach Henkel-Fahr und ein bisschen Testtinte drin. Einfach so, damit ich am Anschluss nicht so viel sauber machen muss. Hat genau dieselbe Farbe wie Loctite 2400. Jetzt schreibe ich das hier genauso ein. Passiert Folgendes. Das Luftpolster drückt jetzt gegen diesen Flüssigkeitsfilm und es bilden sich oben Bläschen dran. Und das ganze Produkt wird oben an der Kante abgestriffen. Und tatsächlich ist die Schraube hier bis zum Boden eingeschraubt, nur ohne Produkt, weil das Luftpolster das Produkt rausgedrückt hat. Das heißt, bei diesen Schraubverbindungen, wo quasi ein Sackloch die Basis ist, sollte man anders dosieren, und zwar sie in das Loch hinein, wird durch dieses Eindrehen der Schraube das Produkt durch das Luftpolster, jetzt ist das Produkt dahin, wo es hingehört. Das sind tatsächlich, wenn mal eine Loctite-Sicherung nicht hält, liegt es meistens daran, dass sie nicht da ist, weil man das Produkt falsch aufgetragen hat. Jetzt habe ich Luftabschluss hergestellt und jetzt beginnt der Aushärteprozess zu einem Duroblasten.